di completare il loro lavoro e di lasciare l'acqua. Grazie. Bene. Allora, colleghe e colleghi, vi comunico il risultato dello scrutinio. Votanti 723, schede bianche o nulle 111, voti espressi 612, maggioranza assoluta 307, hanno ottenuto voti. Onorevole Iglesias Turion, 51 voti. Onorevole Carin, 101 voti. Onorevole Lunacek, 51 voti. Onorevole Schulz, 409 voti. Elezione e gli porgo i miei migliori auguri per l'esercizio del suo mandato. Lo invito immediatamente ad occupare il seggio presidenziale. Selbstverständlich galt, fehlte auf der europäischen Ebene.
Eine überwältigende Mehrheit hier in diesem Haus hat dies vor der Europawahl bemängelt und daraus die Konsequenz gezogen, dass nur jemand an die Spitze der nächsten Kommission gelangen soll, der sich zuvor als Kandidat bei den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt und um ein Mandat beworben hat. In meiner Sprache heißt ein solcher Mensch Spitzenkandidat. Dieses Wort hat erstaunlicherweise Eingang auch in viele andere europäische Sprachen gefunden. Das ist ein europäisches Wort geworden. Einer dieser Spitzenkandidaten ist als Resultat dieses Prozesses im Europäischen Rat am vergangenen Wochenende als designierter Kommissionspräsident nominiert worden, muss ich hier am 15. Juli eine Vertrauensabstimmung stellen. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass dies ein großer Schritt für die Stärkung des Parlaments und des Parlamentarismus in der EU ist. Es ist ein Erfolg, auf den wir als Abgeordnete des Hauses stolz sein können. Ich glaube, dass das ein Prozess ist, der eine tiefe Veränderung in Europa bedeuten wird. Aber, meine Damen und Herren, wir stehen nach wie vor vor großen Herausforderungen. Die dramatische Jugendarbeitslosigkeit, besonders der jungen Männer unter 25 Jahren, die schaffen eine Hoffnungslosigkeit und eine Verzweiflung, die unsere Demokratie bedroht. Die Ungleichheit zwischen Ländern, zwischen Gruppen in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, vor allen Dingen, meine Damen und Herren, die immer noch bestehende Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, darf uns nicht ruhen lassen. Die Vollendung der Reformen im Banken- und Steuersystem werden unser starkes Engagement bei der weiteren Gesetzgebung verlangen. Die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika beim Freihandelsabkommen werden ganz sicher umfangreich und schwierig werden. Und wir sind uns, glaube ich, über alle Fraktionsgrenzen hinweg einig, dass wir eine Charta der digitalen Grundrechte im 21. Jahrhundert brauchen. Wir brauchen eine humane Migrations- und Asylpolitik, die dazu beiträgt, dass die Tragödien, die wir erlebt haben, im Mittelmeer sich nicht wiederholen. Wir brauchen Gerechtigkeit. Wir brauchen Gerechtigkeit für Menschen und für Unternehmen im Binnenmarkt. Wir brauchen eine Energiepolitik, die uns unabhängig macht, die aber auch Energie bezahlbar hält und die unsere Energieversorgung sichert. Und lassen Sie mich das ganz deutlich sagen, auch mit Blick auf die wirklich kurzfristigen Notwendigkeiten, der Kampf für den Schutz unserer natürlichen Ressourcen und gegen den bedrohlichen Klimawandel bleibt auch in dieser Wahlperiode unsere Daueraufgabe auch als Gesetzgeber. Es gibt eine lange Liste von Aufgaben, meine Damen und Herren, die wir gemeinsam anpacken müssen und die 396 neu gewählten Kolleginnen und Kollegen, unter ihnen viele junge Männer und Frauen, die zum ersten Mal hier sind, werden sicher frischen Wind auch in unsere Abgeordnetenkammer bringen und Ihnen, den neu gewählten Kolleginnen und Kollegen, die ich in besonderer Weise Herr willkommen heißen möchte, Ihnen möchte ich allen sagen, machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden viel Arbeit im Europäischen Parlament finden. Es warten große Herausforderungen auf uns. Ein Parlament, das 751 Abgeordnete aus 28 souveränen Staaten vertritt, mit Abgeordneten, die die Regionen vertreten, von den Azoren bis zur weißrussischen Grenze, vom Norden Lapplands bis nach Malta. Ein solches Parlament ist schon durch seine Existenz ein Ort, an dem die kontinentalen Probleme, die wir haben, im Alltag sichtbar werden. Eine Institution, in der die sehr unterschiedlichen Sorgen und Bedrohungen spürbar werden. Und deshalb brauchen wir auch eine seriöse Debatte über die internationale Rolle der EU und unsere Rolle als Parlament in dieser Debatte und über die internationalen Strategien, die Europäische Union hat, brauchen wir in diesem Hause eine richtungsgebende Diskussion. Wir waren in den letzten Jahren innerhalb der Europäischen Union stark mit uns selbst beschäftigt, wegen der schweren Krisen, und diese Krisen dauern ja an. Aber meine Damen und Herren, um uns herum geschehen dramatische Dinge. Der Bürgerkrieg in Syrien und die Flüchtlingsströme, die er auslöst. Das fordert uns heraus, und zwar jeden Tag.
der Zerfall des Irak, die Radikalisierung, die in den Nachbarregionen der Europäischen Union vor sich geht, der Zerfall ganzer Staaten. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Und wir brauchen deshalb nicht nur eine Debatte über Flüchtlingsströme und wie wir die Flüchtlingsfrage regeln. Wir brauchen vor allen Dingen, meine Damen und Herren, und ich sage das mit Blick auf die Revision der finanziellen Vorausschau, mehr Geld für die Entwicklungspolitik, und wir brauchen eine konsequente Debatte über Waffenhandel. Wir werden die Fragen nur dann lösen, wenn wir die Probleme in den Regionen lösen, in denen die Probleme entstehen. Und dieses Haus, meine Damen und Herren, hat sich mit der Ukraine in der vergangenen Wahlperiode, ich weiß nicht in wie vielen Debatten befasst, was dort geschieht. Jeden Tag. Und was geschehen ist in den vergangenen Monaten, hat dazu geführt, dass 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges und 75 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkrieges Menschen in Europa, sie alle haben das im Wahlkampf ja gespürt, konkret Angst vor Krieg haben. Ich finde, das darf in Europa nicht sein, dass Menschen eine konkrete Angst vor Krieg haben. Wenn wir es ernst meinen mit der EU als Friedensmacht, dann muss die ökonomische Kraft, die wir haben, politisch so genutzt werden, dass diejenigen, die Handel mit uns treiben wollen, die Herrschaft des Rechtes akzeptieren und nicht das Recht des Stärkeren praktizieren. Und deshalb sind all diejenigen, die unter diesen Strategien leiden, die, die unserer Solidarität aus dem Europäischen Parlament besonders bedürfen. Und so gewinnen wir auch Vertrauen von Menschen zurück. Wenn die Menschen das Gefühl haben, die Europäische Union ist für sie da, sie schützt sie und sie stärkt sie. Die Grundlage der Herrschaft des Rechts, meine Damen und Herren, ist der Respekt vor der Würde des Menschen, jedes einzelnen Menschen, unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Herkunft, seiner Hautfarbe, seines Glaubens oder seiner Form zu leben. Ich bin fest davon überzeugt, man kann eine Demokratie nur auf dieser Grundregel aufbauen, auf der Grundregel des Respekts und der Menschenwürde. Die Garantie von gegenseitigem Respekt und Menschenwürde muss deshalb die Leitlinie unseres Handelns sein. Und wir hier müssen sie zur Grundlage unserer Arbeit machen, in diesem Haus und durch dieses Parlament, in den internen Prozessen der EU und durch die EU in der internationalen Politik. Ich weiß, dass die überwältigende Mehrheit der Mitglieder dieses Hauses hinter dieser Position steht. Ich sage deshalb aber auch zum Amtsantritt als Präsident des Europäischen Parlaments: Wer auch immer die Regeln von gegenseitigem Respekt und Menschenwürde in Frage stellt, trifft auf meinen energischen Widerstand. Es liegt viel Arbeit vor uns, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns die Arbeit im kollegialen Geist, in kontroversen, aber konstruktiven Diskussionen anpacken. Lassen Sie uns an die Arbeit gehen. Und lassen Sie mich Ihnen noch einmal sehr persönlich danken für dieses außerordentliche Vertrauen. Ich hoffe, ich werde mich Ihres Vertrauens würdig erweisen. Vielen Dank.